Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Das Spiel zwischen den Grizzlies Wolfsburg und den Nürnberg Ice Tigers endete mit 5:1 für die Grizzlies. Zuschauerzahl 1488. Kommen wir zu den Stimmen beider Trainer und da darf ich Tom Rowe bitten, sein Statement zum Spiel abzugeben. Bitte. First off, I'd like to congratulate Stewie on a great game and your players. You guys play the right way. You play a hard game and very structured, very organized, so congratulations to Wolfsburg. Obviously, we did not play a good game, but like I was saying, Stewie in the elevator coming up, we were forced into playing a bad game because every time we touched a puck, we had a Wolfsburg player right in our face and causing us to make turnovers, and we just couldn't handle that pressure. So, you know, we're a young team, and we're building a program there that I think is going in the right direction. But tonight was a night that we'll learn an awful lot from, and hopefully rebound on Sunday. I have a lot of confidence in this group. It's an outstanding group of guys that we have in Nürnberg. But, you know, congratulations to Wolfsburg, and good luck in your next game. Vielen Dank, Tom Rowe. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also Wolfsburg hat heute sehr hart gespielt, war gut organisiert. Von seiner Mannschaft war es insgesamt kein so gutes Spiel. Wenn sie an der Scheibe waren, war eigentlich immer schon ein Wolfsburger Spieler da. Und aus diesem Grund sah sich seine Mannschaft auch viel Druck gegenüber. Aber er sagt auch, er hat ein tolles Team und seine Mannschaft wird auf jeden Fall daraus lernen. Mike, deine Worte bitte zum Spiel. Danke und guten Abend zusammen. Ich glaube, wenn man denkt, diese Pause war nur 4 Tage lang, vielleicht ein bisschen länger, aber wir waren schon ein bisschen eingerostet in den ersten 10 Minuten. Wir haben ordentlich Druck ausgeübt, aber alle letzten Feinheiten haben uns gefehlt. Aber nichtsdestotrotz, wir waren gut im Spiel, mit 5 Minuten nachzuspielen. Ein gebrochenes, broken play sozusagen, hat zu einem 1-0 für Nürnberg geführt. Aber unsere Antwort war sehr gut. Wir sind zurückgekommen in der letzten Minute vom ersten Drittel mit Fauzi, hat sein erstes Tor geschossen. Und dann in der ersten Minute vom zweiten Drittel haben noch ein Tor geschossen. Und man hat, ich habe es gespürt, dass das hat uns einen Schubser gegeben. Und wir waren noch besser in der Partie. Und etwas später 3-1, wir haben ordentlich gespielt, wir haben druckvolles Eishockey gespielt. Nürnberg war nicht ungefährlich, die haben immer ein paar gute Szenen gefunden und gehabt, aber Strahli hat sehr, sehr solide gehalten. Und dann im laufenden Partie, im letzten Drittel 4-1, 5-1, Fauser mit einem Hattrick, das passiert nicht jeden Tag, so gratuliere ich zu ihm. Er hat eine super Partie geliefert, aber man sagt das vielleicht zu oft, aber wirklich heute war ein sehr solider Teamleistung. Von Strahli, wir haben nur 5 Verteidiger heute gehabt, die haben einen Haufen Eiszeit bekommen, aber die haben das sehr gut gemanagt und Schuchak, Gary hat die Wechsel gut gemanagt und dadurch, sie sind gut durchgekommen und unsere Stürmer haben unser Verteidiger und unser Goalie geholfen mit einem guten Backchecking, wir haben Druck in die offensiven Zone ausgeübt und wir waren effizient genug, um 5 Tore zu schießen, so von oben bis unten. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Danke. Danke, Mike. Kommen wir zu den Fragen an die beiden Coaches. Ja, Mike, ihr habt eure Tore im 5 gegen 5 gemacht. Das Penalty-Killing war sehr gut. Aber wo es noch ein bisschen hakt, ist tatsächlich ein Powerplay. Ne? Das ist ja jetzt, das zieht sich jetzt schon ein paar Spiele hin. Es kommt jetzt in Richtung Crunch-Time, wird wahrscheinlich zunehmend jetzt auch eine Rolle spielen, das unbedingt zu verbessern, oder? Das wollen wir natürlich, Sven. Heute war schon besser als in den letzten 2 Partien. Komischerweise als Trainer muss eine Übersicht haben. Ich glaube, wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Aber du sagst es richtig, wir brauchen mehr Effizienz, vor allem von unserer Top-Einheit. Aber andersrum, unser Penalty-Killing war sehr stark heute. Wir haben in Penalty-Killing sehr detailliert heute gearbeitet und das gefällt mir. Vor allem beide Special Teams in der letzten Partie war nicht gut genug und es hat uns gekostet. Noch eine Frage. Heute waren ja erstmals wieder mehr Zuschauer als die 500 zugelassen, waren 1000 mehr als jetzt die letzten Spiele immer. Wie sehr hat sich das so in der Mannschaft ausgewirkt? Die wirkten
kampfbereiter irgendwie in dem Spiel. Ja, die letzten paar Tage, wir haben das intern besprochen. Man hat gesehen, dass die Jungs oder gespürt, dass die Jungs, wie soll ich sagen, haben eine extra Motivation heute gehabt. Und das bringt die Energie in der Halle, und vor allem zu Hause, unser Heimvorteil auszunutzen, vor unseren Fans. Das war eine sehr wichtige Partie, ich glaube, für die Eishockey-Fans hier in Wolfsburg, aber auch für meine Mannschaft. Vielen Dank in die Runde. Ich wünsche unseren Gästen aus Nürnberg eine gute Heimreise. Und für die Grizzlies geht es am Sonntag mit dem Auswärtsspiel bei den Iserlohn Roosters weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.